Willkommen zum dritten Vlog aus Schwerin, insgesamt Nummer 17, glaube ich. Und ich bin jetzt hier gerade eben angekommen, heute mit der Bahn gefahren, ist schon düster draußen. War eine ziemliche Odyssee mit der Bahn nach Schwerin, von Aachen nach Schwerin zu fahren. Mit dem Auto so roundabout 6 Stunden, mit der Bahn habe ich jetzt über 9 gebraucht. Der ÖPNV in Schwerin ist um die Zeit jetzt hier. Ich bin um kurz vor 7 angekommen, an einem Sonntag auch nicht unbedingt sagen wir mal so, zu empfehlen. Das heißt, ich musste einige Kilometer zum Teil zu Fuß laufen bis hier zur Wache. Die liegt jetzt nicht gerade mitten zentral in der Stadt. Und bin froh, dass ich jetzt hier angekommen bin nach dieser Tortur. Wie gesagt, hat ziemlich lange gedauert, die Fahrt. Und ich denke, ich werde das dann beim nächsten Mal wieder mit dem Auto machen. Ich bin frohen Mutes, guck auf die Woche, die jetzt vor mir liegt. Bis Freitag bleibe ich hier. Danach ist dann wieder Wochenende mit anschließendem Brückentag hier in Mecklenburg-Vorpommern. Leider nicht wie in NRW, da haben wir jetzt 31. Oktober und 1. November beide Tage frei. Hier ist es nur der 31. Oktober. Nichtsdestotrotz sind es dann 4 Tage, die ich zu Hause bin. Das ist natürlich immer schön. Danach werde ich dann quasi 1,5 Wochen bleiben. Aber erstmal zur Woche, die jetzt ansteht. Also die wird wieder im Zeichen VB stehen. Parallel natürlich immer Facharbeit. Ich denke mal, da werde ich vielleicht auch nochmal ein Video zu machen, einzeln zur Facharbeit. Vielleicht mal grob erläutern, worum es da eigentlich geht. Ich habe das schon ein paar Mal jetzt erwähnt. Wäre vielleicht... Ich überlege es mir mal, ob ich es mache. Gegebenenfalls könnt ihr da unten reinschreiben, ob es euch überhaupt interessiert oder nicht. Das dazu. Ich hoffe, dass ich, wie gesagt, mit der Facharbeit weiterkomme. Bin da auf einem guten Weg. Denke, dass ich jetzt, ich muss eine Umfrage machen, denke, dass ich jetzt raushaue, dieses kommende Woche. Und dann hoffe ich, dass ich die Ergebnisse auch zurückerhalte in ausreichendem Maß, dass das eine einigermaßen aussagekräftige, signifikante Umfrage wird. Und ja, dann für heute Abend, wie gesagt, nach den Ewigkeiten, die ich jetzt gebraucht habe, hier anzukommen, werde ich jetzt eine Runde ausspannen, gleich mal duschen gehen und dann geht's auch schon auf die Couch, aufs Bett, Filmchen gucken oder sowas oder vielleicht was lesen und dann, glaube ich, werde ich relativ früh die Augen zumachen. Also von wegen Entspannung auf der Fahrt war jetzt nicht so. Unterwegs war sogar eine Strecke von Düsseldorf bis Hamburg im Abteil die Heizung ausgefallen. Also es war ziemlich kalt draußen, draußen auch, aber auch im Abteil. Und da muss ich mich erstmal warm duschen, abduschen, damit ich wieder warm bekomme. Das soll es jetzt gewesen sein. Hier geht es jetzt weiter mit dem nächsten Beitrag aus dieser Woche. Viel Spaß dabei. Moin, wie der Norddeutsche hier in der Gegend wohl sagt. Heute ist Dienstag, der zweite Tag in der dritten Woche in Schwerin für mich. Und ich wollte erstmal ein kurzes Update geben, was gestern Montag gelaufen ist. Da war es relativ lange, der Tag. Da hatte ich dann nachher keine Aufnahme gemacht. Wir waren gestern bei Außentermin, also neben der Arbeit hier in der Abteilung, waren wir auch draußen unterwegs. Da ging es im Wesentlichen um Schulen und Kitas. Da gab es Abstimmungsgespräche hinsichtlich dessen, was im Bestand vorhanden ist. Und da waren dann halt auch das Gebäudemanagement der Stadt hier dabei und die Feuerwehr als Brandschutzdienststelle ebenfalls. Im Wesentlichen ging es um die Nutzung der Gebäude und da die Problemstellung, dass ältere Gebäude einer zwar immer noch derselben Nutzung, aber halt auch einer modernen Nutzung mittlerweile unterliegen. Und die Fragestellung letzten Endes ist, wie kann man da Brandschutz und Nutzung übereinbringen, dass alle Seiten zufrieden sind. Wie gesagt, das ging dann doch recht lange und danach war dann hier auf der Wache ich glaube, ich habe erst um 6, 7 Feierabend gemacht und da war ich dann doch recht kaputt. Heute
habe ich mir, den habe ich gestern schon bekommen, den Vorgang. Heute habe ich mir einen größeren Vorgang zu einem Neubau einer Grundschule mit Kita und Turnhalle angeschaut. Von den ersten Plänen über Stellungnahmen, Prüfingenieur, Stellungnahmen, Brandschutzdienststelle, Gutachten etc. bis letzten Endes zum Abschluss des gesamten Vorgangs. Also so ein dicker Wälzer gewesen, hat entsprechend mehrere Stunden gedauert, um da reinzukommen und durchzuarbeiten. Das im Grunde genommen als noch im Nachgang zu dem, was halt gestern bei der Besprechung thematisiert worden war. Des Weiteren bin ich endlich so weit, dass ich für meine Facharbeit alle meine oder alle Anschriften der Empfänger für meine Umfrage, also ich muss halt eine Datenerhebung machen zum Status Quo in meinem Thema, und da habe ich mittlerweile jetzt alle Kontaktdaten, sind über 200 Anschriften, die ich da durchführen muss, alle zusammen, sodass ich nach Möglichkeit morgen die Umfrage rausgeben werde und dann mit einer Bearbeitungszeit von etwa 3 bis 3,5 Wochen, denke ich mal, versehen werde, sodass ich dann im Anschluss noch die Möglichkeit habe, spätestens so Mitte, Ende November die Ergebnisse zu haben und dort dann diese auch in die Arbeit einfließen zu lassen. Heute ist so richtiges Schiedwetter hier in Schwerin, sodass ich denke, dass heute ein ganz relaxter Tag mal hier auf der Wache sein wird. Was lesen, ausspannen, vielleicht noch irgendwie ein kleines Filmchen oder sowas gucken, ich weiß noch nicht. Ansonsten meinerseits ist das gewesen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Oh wow, you be calling on a weekend. I woke up like what's up on the streets and kept the bag in my pocket like a rolling. Yeah, I go slowly, but only when I pretend. Moin! Ganz kurzer Zwischenbericht hier aus Schwerin. Ihr seht vielleicht, es ist ziemlich dunkel. Ich habe jetzt auch nur noch die kleine Lampe, aber es ist schon spät. Heute war ein interessanter Tag. Ich war mehr oder weniger den ganzen Tag unterwegs. Vormittags mit dem VB, nachmittags mit dem Chef zu verschiedenen Themen, Dienstbesprechungen, VB-Besprechungen hinsichtlich einer Löschwasserrückhaltung. Also ganz breit gefächert, und im Anschluss an die ganzen Besprechungen war dann noch, ich würde sagen, was Besonderes, aber hier läuft aktuell auch eine B1-Grundausbildung eigener Leute hier in Schwerin bei der Berufsfeuerwehr. Und die Kollegen hatten heute, ich sag mal, so einen virtuellen 24-Stunden-Einsatzdienst, der prall gefüllt war mit Übungen verschiedenster Couleur. Die waren am Schloss hier in Schwerin, haben da Menschenrettung durchgeführt von Gerüst, Brandbekämpfung simuliert. Die haben mit der Freiwilligen Feuerwehr zusammen heute Abend dann auch im Bereich Dekon-P Equipment aufgebaut, das gemeinsam trainiert. Gerade eben dann noch eine Menschenrettung durchgeführt an einem See hier. Da mussten erstmal die Personen gefunden werden, dann gleichzeitig, dann im Anschluss entsprechend gerettet werden. Da war eine Problematik, dass es relativ steil die Böschung runterging. Somit erstmal eine Sicherung des Arbeitsplatzes, Sicherung der Kollegen stattfinden musste und dann halt auch eine entsprechende Rettung der Personen aus dieser Böschung erfolgen sollte. Nachdem das abgeschlossen war, war mit einem Kollegen da, sind wir da tatsächlich mal reingefahren. Ich bin jetzt es war so 11 Uhr, waren wir dann wieder hier auf der Wache. Und da habe ich dann, war ich ganz froh, es war ziemlich kalt, gar nicht darauf vorbereitet gewesen, war eine spontane Entscheidung, da mitzufahren, das auch noch anzuschauen. Es ist halt, daher war ich dann halt mit meinen ganz normalen Tagesklamotten unterwegs, war zum einen kalt, zum anderen dann nachher da auch ein bisschen matschig, sodass ich mir ziemlich meine Schuhe versaut hat, aber ist auch egal. Naja, war halt, wie gesagt, ein langer Tag, war aber trotzdem interessant und man hat gar nicht gemerkt, wie schnell die Zeit verging. Ja. Das soll es von meiner Seite gewesen sein. Ach ja, eins noch. Also die Kollegen von der Wachabteilung, beziehungsweise auch vor allem die Kollegen, die Ausbildung machen, die waren mitunter sehr begeistert. Ich glaube, zum Abend hin gab es das eine oder andere Murren, weil es halt doch sehr anstrengend ist und auf die Substanz geht. Für die geht es jetzt tatsächlich auch noch weiter. Die haben noch eine Übung und morgen früh gehen die dann noch schwimmen.
Und da haben sie dann auch, haben sie es gepackt und haben Feierabend. Aber wie gesagt, das ist eine interessante Sache, auch vom Konzept her, einfach mal zu simulieren, was auf einen zukommt an mentaler und körperlicher Belastung auf so, in so einem 24-Stunden-Dienst. Das ist natürlich jetzt ziemlich zusammengepackt und das wird in der Regel auch nicht immer so sein. Es kann aber sein. Also ich selber habe Einsatzstellen von 8-9 Stunden erlebt und das kann natürlich dann auch an die Substanz gehen. Ja, das soll es von meiner Seite gewesen sein. Wir sehen uns dann wahrscheinlich morgen wieder, spätestens übermorgen. Ja, übermorgen geht es für mich schon wieder nach Hause. Langes Wochenende, ist wieder Feiertag. Leider Gottes ist hier in Schwerin bzw. Mecklenburg-Vorpommern nur der 31.10. ein Feiertag, der 1. November leider nicht. Daher werde ich Dienstag schon zurückfahren und da haben alle noch Mittwoch frei in NRW. Aber gut, ist wie es ist, kann man nicht ändern. Ja, das soll es gewesen sein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.